mit Chorgesang geht es weiter mit Shadowgate, Leute. Wir haben zuletzt die Kammer des Schreckens geöffnet und sind zum feurigen Drachen gekommen. Und da wollen wir jetzt wieder hin oder auch nicht. Oder ich weiß ja auch nicht, was ich da drinnen machen soll. Und es tut mir leid, dass immer mein Gesicht stehen bleibt, nur weil eine Sequenz sich ändert. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ja. Hat wahrscheinlich irgendwie was mit den FPS-Zahlen zu tun. Keine Ahnung. Eine Hitzewelle trifft dich, als du den nächsten Raum betrittst. Die intensive Hitze, die vom übernatürlichen Feuer ausgeht, erfüllt diesen Raum. Was kann man denn jetzt mal machen? Ich meine, hier, die Fackel brennt ja lichterloh. Das ist unsere Karte. Haben wir irgendwas im Inventar, was man vielleicht mal benutzen könnte? Ich meine, unser Schild wird höchstwahrscheinlich ja wohl zerschmettern, oder? Können wir den vielleicht besiegen? Oder können wir vielleicht... Was ist das? Eine Augenbinde. Was war das? Der eiserne Schild ist so gut wie vernichtet. Du glaubst nicht, dass es noch einen weiteren Angriff standhält. Ich glaube, wir gehen tatsächlich nochmal raus. Wir gehen raus und holen uns den Elementarkram. Und mein Gesicht bleibt wieder stehen. So ein Scheiß. So, dann gehen wir hier durch den Schaft. Ach ja, ich muss ja hier immer, das habe ich schon wieder vergessen, dass ich ja immer drücken muss. Nee, du sollst da... Genau. Ja, der Obelisk. Was machen eigentlich unsere Zauber? Drei hatten wir. Okay, vier hätten wir gern. Vielleicht. Ich glaube, wir müssen noch weiter zurück. Und noch weiter zurück. Denn wir wollen jetzt den Elementardingern. Zu den Elementardingern. Und einen Schädel wollen wir auch noch einsammeln, ne? Aber von denen wollen wir ja keinen. Kein Nutzen hat das Ding. Kein Nutzen. Dann gehen wir noch weiter bitte raus. Ja, schön. Dann gehen wir hier entlang. Ja, auch schön. Ja. Hier ist nämlich ja noch alles vereist. So. Wir waren ja jetzt hier schon. Ich glaube, da wollen wir jetzt auch nichts mehr machen, oder? Da kann man auch nicht, da kann man nicht hin. Dann gehen wir hier nochmal hin. Können wir bei dem noch was machen? Du bewegst dich über das Eis auf das Skelett zu. Die Überreste einer Army-Seele sind an diesen Stein gekettet. Ja. Eine Handfeste aus schwarzem Eis liegt am Handgelenk des Skeletts. So. Mhm. Aber das glitzert hier so komisch. Können wir da vielleicht auch nochmal einen Zauber machen? Ja, wieder nichts gebracht. Und vor allem soll das da oben, der Zauber soll da oben gemacht werden. Ich will nochmal den hier. Da oben. Achso, es geht automatisch da unten hin. Ja, und nichts passiert. Verschwendete Lebensmüh, tolle Wurst. Das wird schwierig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das Zahnrad haben wir auch immer. Warum habe ich noch ein Zahnrad? Warum? Das muss doch da hinten rein, oder nicht? Dieses Spiel ist voll verwirrend. Wisst ihr das eigentlich? Können wir mit dem Hammer hier Ketten aufdröseln? Nichts gelingt hier. Einfach nur ein Versager. Nein, das geht alles. Das geht alles nicht. Können wir die Fackel nehmen? Da irgendwie hinleuchten. Irgendwas muss man doch hier mit dem Typen noch machen können. Oh, Mono. Gib mir mal einen Tipp hier, Freund Jurik. Den Zirkel der 12 gibt es nicht mehr, aber ihr Elementarhaustier gibt es noch. Vielleicht kann einer von ihnen dir helfen, diese Höhlen zu verlassen. Ja, dann müssen wir den Elementar-Dings wieder mitnehmen.
So wird es sein. Kann ich den einfach wieder enteisen? Ja. Hier zerschmilzt das Eis in die silberne Kugel und befreit sie. Um die silberne... Ja, ja. Das uralte Artefakt steigt an die Oberfläche des gefrorenen Sees. Das nehmen wir wieder mit. Das wäre doch gelacht. Ist da noch was? Nein. Ja, dann gehen wir wieder. Das ist ja super. Was wir bräuchten wäre... Ja, das ist so die Frage. Das ist so die Frage. Ist denn das Ding jetzt noch... Nee, das ist noch nicht... Das müsste man nochmal neu enteisen, ne? Oder so. Und wenn wir da nochmal Eis draufhauen... Nächsten Eiselementar, so, jetzt haben wir Eis. Ich meine, bei dem Feuerdrachen hat es nicht geklappt. Ich glaube, dann klappt es bei dem anderen Drachen auch nicht, aber man kann es ja mal ausprobieren. Nee. Ist erstaunlich, dass ich mich noch erinnere, wo wir überhaupt lang müssen. Okay. Dann geh mal. Da oben hin. Dann hier rein. Ja, das ist total faszinierender Raum. So, Hitzewelle. Geht los jetzt. Und jetzt wette ich, das klappt nicht. Die intensiven Flammen des Drachen überwältigen die schwächere Magie des Elementar. Das Wesen verschwindet wimmernd. Wie ging der Spruch nochmal? Raus aus der Drachenhöhlein in den Feuerraum? Hm. Was können wir denn da mal machen gegen ihn hier? Das ist doch voll blöd. Ja, ja, ja. Was können wir denn mal machen? Hilf mir mal, Jurik. Den Zirkel dazu bitte aber in einem Haus, ob das kann einer von dir helfen, ja. Also das haben wir vereist. Können wir vielleicht hier mal rüberkommen? Weiß ich nicht. Können wir irgendwas vereisen, was besser wäre zu vereisen? Oder sollen wir den Elementar ganz... Da ist wieder der Schuft. Wir gehen mal lieber. Wenn wir nochmal rausgehen... Und wenn wir das nochmal mit dem Zahnrad hier probieren. Ich bekomme die Falltür nicht geschlossen. Will ich ja auch nicht. Will ich ja auch nicht. Hm. Zahnrad einsetzen. Irgendwas muss man doch noch machen können. Das war wohl nicht. Du sollst es nochmal versuchen. Ja, es geht ja auch immer nur eine Methode. Möchte aber das Zahnrad bitte rausnehmen, das eine. Und wenn man das hier vereist, so ein Zahnrad vereist, vielleicht geht das ja. Komm, wir gehen da nochmal hin. Und wir machen nochmal Eis drauf oder was auch immer. Oh, das nervt hier, dass man immer... Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt normal weiterläuft. Weil es gerade kurz abgeschmiert ist, das Spiel. Und das soll es ja nicht. Wo soll ich jetzt eigentlich hin? Die Kugel haben wir ja. Nee, hier will ich gar nicht. Ich will hier gar nicht hin. Oh, schon wieder gleich 10 Minuten vergangen, ey. Und ich irre hier rum. Wenn man weiß, was man tun soll, ist es ja auch viel einfacher. So. Den habe ich jetzt bei mir. Irgendwas muss ich ja damit machen können. Haben wir zwar schon, aber noch... Können wir vielleicht damit ja noch mehr machen. So. Kann ich damit was machen? Mit tauben Fingern hebst du die Kugel über deinen Kopf. Mit einem eisigen Luftdruck wird das Eiselementar befreit... Und es verschwindet außer Sicht. Wie jetzt? Ist es jetzt hier weg? Und es hat nichts gemacht?
Ey, wie blöd. Sie ist dann im Lock on Sun, aber du bekommst es einfach nicht richtig zu fassen. Irgendwie muss man das Ding doch nehmen können. Oh. Komm, hebel das da raus. Mit dem Pfeil. Mit dem Hammer. Mit dem Stein. Gar nichts funktioniert hier. Dieses komische Zackending. Ja, toll. Und hier seht ihr nur ein lockeres Zahnrad. Warum kann ich das denn nicht nehmen? Denn die anderen sind nicht locker. Und das ist das, was wir eingesetzt hatten. Und ich will das jetzt wieder wegnehmen, damit ich das andere reinsetzen kann. Du versuchst beides miteinander zu benutzen, aber es passiert nichts. Nein, das eine soll rausgenommen werden. Sei denn, ich sehe hier noch ein anderes nicht. Schwieriges Spiel. Hör auf, mich zu ärgern. Kann man die denn nochmal vielleicht verändern, damit dann... Verpasst dem Knopf einen Schlag, der unter Uralt-Mechanismus fängt an sich zu drehen, stoppt aber kurz Zeit später, entfernt es genannt. Okay. Das war wohl nichts. Blöde Zauberkugel hier. Mach mal. Jurik, hilf doch mal. Können wir uns selber irgendwie... können wir das vielleicht irgendwie... Na, auch nicht. Kannst du nicht mal... schlagen, Jurik? Ich schlag doch nicht... Was bringt mir das denn, Jurik zu schlagen? Gar nichts bringt mir das. Ich möchte das andere Zahnrad einsetzen. In dieses große Zahnrad ist eine Reihe von Runen eingraviert. Ja, das ist aber schön. Gut, dann hätten wir ja noch unser Elementar. Unser tolles, was jetzt aber auch schon wieder weggeflogen ist. Und wir haben den Drachen befreit. Und eigentlich habe ich sonst auch keine Tipps von euch bekommen. Und ich weiß nicht weiter. Und deswegen mache ich jetzt kurzen Cut. No? Das müsst ihr mir vergeben, dass ich jetzt so dumm bin und nicht weiterkomme. Ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen und schauen, was ich machen kann, weil das... Bis gleich. Da bin ich wieder, Leute. Oh, na klar, wir haben ja auch noch den Wasserelementar. Ich hätte husten sollen, bevor ich wieder aufnehme. Und den schnappen wir uns jetzt mal mit unserer Zauber-Magic-Kugel. Und jetzt haben wir Wasser. Und mit dem Wasser können wir höchstwahrscheinlich schon eher mal eventuell was gegen den Drachen ausrichten. Jedenfalls hoffe ich das. Das wäre ziemlich cool. Können wir jetzt nicht auch eine Abkürzung nehmen? Wenn wir hier durch unsere coole Abkürzung gehen, dann... Yay! Sind wir viel schneller. Uhu! Und jetzt haben wir hier die Hitzewelle. Und benutzen unsere Kugel. Mal gucken, ob das klappt. Aus der silbernen Kugel befreit, löscht das Wasser im Tal die Flammen in der Feuergrube und verschwindet danach. Die Auswirkungen auf den Feuerdrachen sind katastrophal, da er sich dann... Da er sich nicht mehr von den magischen Flammen ernähren kann, lässt die Kraft des Drachen nach und er verschwindet in einer beißenden Rauchwolke. Yeah, wir haben den Feuerdrachen verjagt. Cool. Und gehen jetzt hier... Die Tür klemmt ein wenig, aber als du mit deiner Schulter dagegen drückst, geht sie endlich auf. Hoppa. So, Jurik ruhig stellen. Jurik, der Schilde, hat bereits erwähnt, dass du mit ihm sprechen kannst, um Hinweise zu erhalten. Er hat außerdem die Tendenz, regelmäßig seine Meinung zu verkünden. Wenn du möchtest, dass er sich damit zurückhält, klicke auf ihn und dann auf das Schlagen-Symbol. Wiederhole diesen Ablauf, damit er sich wieder zu Wort meldet.
Ich soll ihn jetzt schlagen, damit er redet oder andersrum? Er hat außerdem, wenn du möchtest, dass er sich damit zurückhält, klicke auf ihn und dann auf das Schlag. Ja, ich soll ihn schlagen, damit er die Klappe hält. Wiederhole diesen Ablauf, damit er sich wieder... Hä? Und dann so noch einmal und dann redet er wieder. Na, wir werden ja sehen. Ach, hier sind auch Zahnräder. Guck mal. Du versuchst, das Zahnrad per Hand zu drehen, aber es verschwindet. Es gibt eine leere Stelle in diesem Stein. Es sieht so aus, als würde ein wichtiges Element in diesem Mechanismus fehlen. Ja, wir haben ja auch noch ein Zahnrad. Jetzt endlich. Oh, du bist erleichtert, dass das Zahnrad hörbar einrastet. Mensch, endlich. Du versuchst, das Zahnrad per Hand zu drehen, aber es widersteht deinem Versuch. Wie wäre es, wenn wir wieder so einen coolen Zauber anwenden? Sowas wie Invokan. Oder was anderes. Agab. Und vielleicht sollten wir das eher auf das Zahnrad machen. And race. Was wollt ihr denn hier von mir? Das klappt irgendwie man gar nicht. Aber das merkt ihr gar nicht. Habe ich das Loch jetzt gemacht oder... Ein uraltes Eisengitter sitzt fest in seinem Rahmen. Diese Art von Gitter kann nur mit einem Zauberspruch geöffnet oder geschlossen werden. Ja, soll ich das jetzt auf das Gitter machen, oder? Kann ich auch. Kann ich auch. Ich kann aufs Gitter, auf die Zahnräder. Macht die Zaubersprüche, wo ihr wollt. Kopfschmerzen kriege ich von dem Scheiß. Nur davon habe ich schon genug. Brauchen wir nicht. Ah! Du atmest aus, sammelst deinen Willen und beschwörst den Zauberspruch. Geröll fällt von der Decke, als sich das Eisengitter langsam und lautstark anhebt und den Weg freigibt. Yeah, und ich habe hier noch was gefunden. Packst es in deinen Rucksack. Was haben wir gefunden? Was ist das? Diese lange Metallstange scheint von dem Eisengitter abgebrochen zu sein. Wer weiß, wozu sie noch nützlich ist. Das uralte Skelett sieht aus, als könnte einst ein Bewohner dieser Burg gewesen sein. Du ziehst mit all deiner Kraft, aber die Rune bewegt sich keinen Zentimeter. Vielleicht ist sie auf irgendeine Art verzaubert. Ja, vielleicht. Komm, wir durchsuchen mal die Leiche. Du untersuchst die Kleidung der toten Figur. Eine Schriftrolle ist alles, was dich interessiert. Rest mir doch egal. Schriftrolle, das ist wichtig. Du öffnest die Schriftrolle vorsichtig. Gucken wir uns das mal an. Du liest... Das machen wir mal groß hier. Du liest die elegante Schrift auf der Schriftrolle. Bruder Deldan, bitte kümmert euch darum, dass der Raum des Zirkels für das Ritual vorbereitet ist. Das Podium des Zirkels musste schon beim letzten Mal repariert werden, als wir den Einführungszauber ausgeführt haben. Wir haben einen jungen Kandidaten für die Einführung. Wenn das Ritual auf der Plattform ausgeführt wurde, verleiht dem Akolyten des Zirkels bitte alle Befugnisse und Privilegien, die ihm zustehen. Als Unterschrift steht ein altertümliches L. Und? Nichts. Was soll ich im Zirkel, Ritual, Anführungszauber, wenn du mich gerade auf der Plattform, Befugnisse, und jetzt? Das hat mir irgendwie nicht viel geholfen. Und das sieht so nach Wasser aus. Können wir da nicht unser, ach nee, das haben wir ja schon verbraucht, ne? Aber vielleicht kann man auf diese Runen ja unsere Zauberkugel auch noch anwenden. Und man kann auch noch in die Hülle reingehen. Dieser gewaltige Raum wird von einem kompliziert gemeißelten Zirkel, umgeben von 12 Thronen aus Stein, dominiert. Magische Energie pulsiert aus den mystischen Runen, die im Boden eingelassen sind. Jetzt wird's aber spannend. Noch eine Schriftrolle. Ich habe sie gefunden. Und die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Entpackt. So. Obwohl die Schriftrolle schon verblasst ist, ein Abschnitt noch gut lesbar. Am Ende wird das Böse dreimal besiegt werden und dreimal zurückkehren. Zum ersten wird sich ein Wächter heben und die Tore vom Öffnen abhalten. Zum zweiten wird sich ein Unbeschwerter erheben und den Weg des Glücks gehen. Zum dritten wird sich eine Rabe erheben und erneuern, was vernichtet wurde. Der Brief ist mit dem Namen Gabriel unterschrieben und trägt ein Symbol aus 4 vertikalen Linien von unterschiedlicher Höhe. Aha. Hier könnte man ja wieder drauf zaubern, weil das ja hier so leuchtet. Und man kann da hinten auch noch hingehen, das ist ja toll. Ich würde sagen, ich warte mal, ich speichere mal eben hier ab. Besser ist, man weiß ja nie. So, bei da, wo nichts ist. Hier, Keller. Speichern. Okay. Wunderbar.
So, und jetzt nehmen wir mal irgendeinen lustigen Zauberspruch, wie Invokan zum Beispiel, und machen ihn da raus. Vielleicht müssen wir auch erstmal wieder andere... Aber bei dem anderen hat ja auch einer geholfen. Von daher lieber einmal ausprobiert haben. Na? Nix. Vielleicht müssen wir den noch finden. Der steinerne Obelisk ist mit seltsamen Runen verziert und ein Summen in seinem Innern sagt dir, dass er mit Magen... Ich glaube, wir müssen den noch finden. Wir gehen mal hier oben hin. Geh da mal hin. Du wirfst einen letzten Blick auf das steinerne Podium und dann erklimmst du die Treppe und stellst dich dem, was kommt. Ungefähr so wie in deinem Traum liegt der Eingang ins Innere von Burg Shadowgate zusammen mit der schweren, hölzernen Zugbrücke vor dir. Oh Gott, wir kommen jetzt erst richtig rein. Das war nur der Vorbau. Scheiße, was kommt denn da noch auf uns zu? Wir haben ein Seil. Yay, das ist immer gut. Zum Survival. Lässt es in einen Rucksack fallen. Und ein Brunnen. Da gucken wir doch mal rein. Du hältst dir die Nase zu. Der faulige Gestank, der aus diesem Brunnen kommt, ist ekelerregend. Du versuchst die Kurbel am Brunnen zu drehen. Sie klemmt. Klemmt. Können wir das Seil denn hier nochmal anwenden? Dann versucht das Seil an den verrotteten Holzbalken zu binden, schlägt fehl. Es gibt keine Möglichkeit, das Seil sicher anzubinden. Können wir das Ding hier benutzen? Versucht die Kurbel am Brunnen zu drehen, sie klemmt. Nach all den Jahren sieht die Burg immer noch imposant aus, sagt Jurik voller Bewunderung. Jurik, was sagst du überhaupt hier dazu? Die Zugbrücke ist zwar geschlossen, aber das ist nicht der einzige Weg in die Burg. Wenn du das Seil vom Brunnen an den Standfuß der Feuerschale aus den Höhlen bindest, kannst du den Enterhaken benutzen, um das Fenster zu erreichen. Ich habe mich ja noch gar nicht richtig hier umgeguckt, Jurik. Der schlammige Boden des Burggrabens sieht nicht wirklich einladend aus. Die hölzernen Planken dieser Zugbrücke binden eine eindrucksvolle Barriere. Ungefähr, ja, das hatten wir schon. Zahnräder, die mit schweren Ketten verbunden sind, sind am Fundament der Burg angebaut. Du fragst dich, welchen Zweck dieser Mechanismus hat. Moment, wir haben doch unsere Zaubersprüche und der Endrace, der hat doch da auch geklappt. Ja, jetzt klappt der Scheiß nicht hier, wa? Habe ich mir schon fast gedacht. Was meinte Jurik jetzt? Wenn... Die Zugbrücke ist zwar geschlossen, aber das ist nicht der einzige Weg. Wenn du das Seil vom Brunnen an den Standfuß der Feuerschale aus den Höhlen bindest, welche Feuerschale? Kannst du den Enterhaken benutzen, um das Fenster zu erreichen? Heißt es, wir sollen zurückgehen? Für eine Feuerschale. Eine große Anzahl von Runen, von denen die meist noch nie gesehen hast. Da-dab, da-dab, da-dab. Dieser Thron ist zeitweise zerstört. Trotzdem geht immer noch ein Gefühl der Macht von ihm aus. Und von dem auch. Eine Reihe von Runen dekorieren den steinernen Thron. Ein Strom der Macht bewegt sich um seine Seiten. Der zerstörte Thron ist reich verziert und mit Runen dekoriert. Viele der Symbole auf dem Thron zeigen Vögel. Und einige von ihnen fangen plötzlich an zu glühen. Bei dem hier, warum? Warum glüht der? Du setzt dich auf den steinernen Thron. Du fühlst, dass du hier einfach nicht hingehörst. Dann gehen wir hier hin. Nein, da gehöre ich auch nicht hin. Dann da auch nicht. Du setzt dich auf den Steinthron, ruhst dich aus und eine Zeit stehst du wieder auf. Du setzt dich auf den Steinthron, du bist dir nicht sicher, ob du dessen würdig bist. Lacht nur, ist dieses Abenteuer zu schwer für dich? Jurik? Jurik kriegt jetzt ein paar aufs Maul. Du tippst Jurik auf die Stirn und schuldigst dich für dein Verhalten. In Ordnung, ich wusste, dass du mein Repertoire an sarkastischen Sprüchen vermissen würdest, antwortet der Schädel fröhlich. Guck mal, er findet das lustig, wenn ich den hau. Wir haben richtig Spaß mit Jurik. Jurik. Vielleicht können wir mit dem Seil jetzt auch andere Sachen machen, die wir vorher nicht machen konnten, die ich noch herausfinden muss. Konnten wir denn irgendwas, zum Beispiel können wir jetzt mit dem Seil irgendwie um die Steine was zwirbeln? Wie um den. Okay, dann nicht. Vielleicht müssen wir da auch noch was ganz anderes machen. Ich bleib mal da. Ich glaube nicht, dass wir gerade einfach wieder zurück sollen.
Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Wir haben den Drachen schon besiegt. Wir müssen das jetzt nicht schon wieder machen. Das Einzige, was mir noch einfällt, sind die Elementare nochmal zu holen und dann irgendwie auf die Runen. Aber man kann daran ja irgendwie ziehen. Deswegen denke ich die ganze Zeit, dass man gar nicht was drauf patschen soll mit Zauberkraft, sondern eher dass man halt nicht ziehen soll. Nee, Quatsch, was will ich jetzt sagen? Dass man, weil man sie ziehen kann, halt auch ziehen kann. Und nicht, dass man halt mit dem Zauber drauf zaubern soll. So. Mich wieder hier. Irgendwas muss man doch hier machen können. Die Kurbel klemmt. Dann versucht das Seil eine verrottene Holzbank zu binden. Schlägt fest, es gibt keine Möglichkeit, das Seil sicher anzubinden. Das Ding klemmt doch. Kann man das vielleicht ab... kloppen. Und wenn ich das anzauber, ganz blöd. Ich weiß, das ist sehr, sehr, sehr easy measy, aber... Aber wenigstens weiß man dann, dass man es ausprobiert hat. Vielleicht noch mal andere Gegenstände. Kann ich mit daran ans Fenster das oder das kombinieren? Kann man das? Ja! Du nimmst das Seil und befestigst es am einzelnen Haken. Das Ergebnis ist eine Art Enterhaken. Ja, dann können wir jetzt ins Fenster. Warum denn nicht? Und einfach am Brunnen. Sollen wir am Brunnen runter? Warum nicht? Ich will ins Fenster. Was können wir machen? Ziehst am Ende des Seils und löst es aus seiner Position. Du wickelst das Seil auf und legst den Enteralken in deinen Rucksack. Nein, du sollst da wieder hin. Das war doch toll. Das ist toll, dass das geht. Wir gehen dahin. Ab durchs Zimmerfenster. Du springst in den Burggraben, um dich dann am Seil hochzuziehen und das Fenster über dir zu erreichen. Dieser Raum ist knochentrocken und beherbergt den Mechanismus, der die Zugbrücke anhebt und absenkt. Die Maschine summt durch die Energie, die durch sie durchfließt. Aber jetzt sind wir doch schon drin. Naja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier den nächsten Zauberspruch bekommen. So langsam kommen wir ja doch voran. Du liest die Wörter auf der Schriftrolle und och Mann... Du liest die Wörter auf der Schriftrolle und bemerkst, dass der Brief an den Magier Greylord adressiert ist. Mein Freund, ich werde in meiner Domäne hier in Gatekeeper-Gebirge bleiben und die nördliche Passage bewachen. Halt Ausschau nach meinem Signalfeuer, wenn noch mehr aus dem Norden kommen. Ich bedauere, dass ich mein Haustier mitnehmen muss, aber nur ich kann es kontrollieren. Der Name Undhalm steht als Unterschrift auf der Seite. Herr Undhalm hat also uns geschrieben. Naja, nicht uns, aber egal. Dieser Raum ist knochentrocken. Mach mal den Hebel hier. Du schlägst den Hebel mit deiner Hand, mit einem Poltern bewegst du die Ketten und die Zahnräder fangen an, sich zu drehen. Du hörst, wie sich die Zugbrücke draußen absenkt. Yay! Diese Art Eisenkessel wurde für einen Zweck gefertigt, kochendes Öl über die angreifende Armee auszugießen. Oh ja, das hat bestimmt immer sehr weh getan. Schlägst mit deiner Faust gegen die Kiste, sie bricht auf. Du suchst die zerstörte Kiste in der Hoffnung, etwas Nützliches zu finden. Ja und? Irgendein Rüpel hat die Kiste zerstört. Das waren wir. Wir sind der Rüpel. Ja, wir haben Kessel. Wir können was zu essen machen. Oder ich weiß auch nicht. Ist die denn jetzt offen, die Kiste? Oder müssen wir da nochmal drauf? Ja, also haben wir jetzt nichts Nützliches gefunden? Oder what? Auf jeden Fall können wir jetzt hier durchschreiten. Ja... Nimm das mal wieder mit. Und dann können wir da rein. Super. Super. Wir sind reingekommen. Du holst die Luft und überquerst die Zugbrücke in die innere Burg.
Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Eindringling freigeschaltet. Als du den großen Korridor betrittst, springt ein Goblin aus dem Schatten und überrascht dich mit einem Schlachtruf. Während du einen Rückzieher machst, macht die Bestie ihre Waffe bereit. Ich glaube, ich speichere vorher und wir sehen uns im nächsten Part von Shadowgate, Leute. Schaltet doch wieder ein. Bis dann.